Hallo? Ja. Herr Halbitter? Ja. Ja, Viktor Herzog, mein Name. Und ich melde mich wegen dem Schreiben, dass wir Ihnen für das große Jubiläumsfinale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Na, weder noch. Weder haben bekommen noch, noch durchgelesen. Von wem wäre denn das käme? Ja, also das Schreiben schicken wir von unserer Firma aus. Also vielleicht kennen Sie uns also aus dem Lotto 649. Und wie Sie auch vielleicht wissen, losen wir jedes Jahr 200 Leute aus Deutschland aus, die in unserem großen Jubiläumsfinale mit einer Gewinngarantie mitmachen können. Und diese Telefonnummer würde ausgelost. Sagen Sie mir bitte, die Telefonnummer gehört auch persönlich Ihnen, oder? Ja, 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 durchaus. Okay, wunderbar. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite fürs Finale. Meine Aufgabe wäre es heute für Sie, nur die Unterlagen vorzubereiten. Also, dass Sie alle so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tagen auch erhalten. Herr Halbitter, ich würde Sie gerne fragen, mal angenommen, Sie knacken unseren Jackpot in Höhe von 20 Millionen Euro. Welchen Wunsch? Keine Ahnung. Momentan haben Sie keinen Wunsch. Na. Okay. Ich drücke Ihnen, wie auch immer, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Ich hoffe, Sie erzielen auch einen hohen Gewinn. Und ich hoffe, Sie vergessen mich auch nicht. Ein Kaffee wird schon ausreichen, glaube ich. Geht klar. Mach mal. Ja, also Herr Halbitter, haben Sie schon mal Lotto oder etwas Ähnliches gespielt? Ja. Haben Sie was gewonnen? Wenig. Wenig, okay. Immerhin, es ist doch mal klar, dass Sie etwas Höheres gewinnen. Ich meine, etwas Konkretes sozusagen. Also, das ist doch, was es hier geht. Der größte Vorteil für Sie in diesem Finale ist auch der, dass Sie von unserer Seite ausgelost worden sind. Also, Sie als Finalist, also diese Telefonnummer wurde ausgelost und deswegen sind Sie auch ein Finalist. Deswegen bekommen Sie auch 900 Tipps, die Sie von uns zugeschickt bekommen. Und neben diesen 900 Tipps haben Sie die Möglichkeit, einen persönlichen Tipp durchzugeben. Sagen Sie mir bitte, haben Sie 6 Zahlen zwischen 1 und 49, die ich für Sie auch vermerken kann? Ja, aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ich werde euch diese Nummern auch eingeben. Diese Nummer müssen Sie sich auch nicht merken, auch wenn sie sehr, sehr merkbar auch sind. Diese werden auch in den Unterlagen hintergelegt sein, neben den 900 Tipps, die Sie von uns zugeschickt bekommen. Und alle Ziehungen können Sie dann, wie Sie wissen, im Fernseher mitverfolgen, mittwochs und samstags. Wenn Sie jetzt leider keine Zeit haben, die auch mitzuverfolgen, können Sie das auch natürlich im Internet alles überprüfen unter lotto.de, wie es Ihnen auch lieber ist, natürlich. Also, lieber Herr Halbitter, allein in diesem Jahr haben wir schon 7 Millionäre geschaffen. Ich wünsche mir persönlich, dass Sie auch der Nächste sind. Das ist auch Ihr Wunsch, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, ja. Ja, Herr Halbitter, meine Frage an Sie. Wenn Sie auch der nächste Gewinner sind, würden Sie uns dann eine positive Bewertung schreiben? Also und könnten wir Sie auch zu unserer Fernsehshow einladen? Bei Lotto natürlich. Mhm. Okay, perfekt, werde ich auch so vermerken. Ja, ich wollte euch noch sagen, letztes Jahr in diesem Finale, der Durchschnittsgewinn war bei 6.350 Euro. Ehrlich gesagt, auch Halbitter ohne Lüge, also das sind keine Millionen. Aber ich glaube, dass mir jemand heutzutage sagen kann, dass er mit 6.000, 7.000 oder 10.000 Euro auch nicht zufrieden wäre, oder? Okay. Ja, ich weiß, mit 6.350 kann man sich nicht jeden Traum erfüllen, eine finanzielle Unterstützung ist ja trotzdem, weil, was ich damit sagen will, also je mehr Sie in diesem Finale gewinnen, das ist unser Punkt, also nicht nur Sie, ausgelosten Finalisten auch, desto bessere Werbung ist es ja auch für uns persönlich, wissen Sie. Weil das Finale dauert ja leider nur 3 Monate. Der Grund darum, wir können uns auch nicht leider länger leisten, Geld zu verschenken. Also das können Sie auch bitte verstehen. Und sehr wichtig für Sie in diesem Fall ist auch der Punkt, dass Sie dieses Finale als den Gewinner verlassen werden. Was ich damit meine, also alle Finalisten, die von unserer Seite auch ausgelost worden sind, haben einen Einsatz in Höhe von 69 Euro. Sie als Finalist aber spielen mit einer doppelten Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn Sie jetzt keine Gewinne erzielen, haben Sie Ihren Einsatz verdoppelt zurückgestattet. Also 138 Euro haben Sie auf jeden Fall, wenn Sie keine Gewinne erzielen. Jeden Monat sicher von uns. Wenn Sie jetzt Gewinne in Höhe von 6, 7 oder 10.000 Euro gewinnen, bekommen Sie den Einsatz nicht zurück.
Das ist ja auch logisch. Und wenn ich einen Euro gewinne, bekomme ich einen Einsatz aber auch nicht zurück, oder? Nee, wissen Sie was, was ich sagen wollte? Also, gute Frage. Also, der niedrigste Gewinn beim letzten Finale, also ich meine Durchschnittsgewinn nach drei Monaten Zusammengewinn. Wissen Sie, was ich meine? Also, war bei 1048 Euro. Naja, aber meine Frage ist ja nicht beantwortet. Wenn ich einen Euro gewinne, einen, dann kriege ich auch kein Geld zurück, weil dann habe ich ja was gewonnen. So, aber so ein Pech können Sie auch nicht sein, wissen Sie, weil Sie können nicht nur einen Euro. Doch, weil wenn ich nur einen Dreier habe und den vielleicht nur in der Spielgemeinschaft spiele, dann kriege ich ja sogar wahrscheinlich bloß einen Cent raus. Ja, aber Herr Vogel, Sie haben, was ich dann sagen wollte, also Sie haben zwei Ziehungen pro Woche. Das ist schon klar. 18 Monate. Und dann haben Sie 2x8, 24 Ziehungen. Das ist schon klar. Und 1 Euro gewinnt. Aber trotzdem, grundsätzlich die Frage, wenn ich einen Euro nur gewinne, dann bekomme ich das Geld nicht zurück. Ja, theoretisch ja. Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig dafür. Doch, ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich 79 Euro gewinne, ist sehr gering. Mit 70 voll ausgefüllten Lottoscheinen. Die ist sehr gering. Kann Sie auch voll verstehen. Ich kann Sie auch voll verstehen, Herr Halbitter. Aber diese 900 Tipps sind 75 voll ausgefüllte Lottoscheine. Aber in einer Spielgemeinschaft. Was für Spielgemeinschaft? Wie meinen Sie das? Ist ja in einer Spielgemeinschaft, oder? Oder habe ich die 75 Lottoscheine nur für mich alleine? Also, Sie haben die für sich alleine, weil Sie spielen als Finalist. Es ist keine Gemeinschaft. Wissen Sie, was ich meine? Also, Herr Halbitter, 900 Tipps, 75 voll ausgefüllte Lottoscheine. Sie haben auch diese Lottoscheine für 8 Ziehungen monatlich. Das passiert. Ich habe euch gesagt, also monatlich der niedrigste Gewinn beim letzten Jahr, weil alle Kunden haben auch dieselbe Frage. Kann ich auch voll verstehen, kann ich auch voll nachvollziehen, Herr Halbitter. Es ist nicht so, dass ich euch nicht ernst nehme. Ich verstehe Sie auch voll, warum Sie das fragen, aber ich sage Ihnen als Wahrscheinlichkeit, und warum wir das machen, Sie spielen schon Lotto. Sie kennen sich schon mal aus. Was ist die beste auch Werbung für eine Lottogesellschaft? Dass man gewinnen würde. Wenn jemand gewinnen würde. Deswegen wissen Sie, weil wir könnten das auf Internet schreiben. Wir könnten Fernsehwerbung machen, dies und das, alles. Okay, kein Problem. Aber die Leute glauben uns erst, wenn andere Leute auch etwas gewinnen, sage ich mal so. Deswegen haben wir diese Finalisten, denen wir die Möglichkeit geben und dieses Ausrückgeld verschenken. Das bedeutet das. Also wir geben das für drei Monate aus und, weil wissen Sie, so länger können wir uns auch nicht leisten. Sie wissen, Sie kennen uns schon. Lotto 649 ist die größte deutsche Lottogesellschaft. Genau aus diesem Grund wissen Sie, eine bessere Werbung können wir uns nicht machen. Nicht machen. Okay. Wissen Sie, Herr Halbitter, meine ich damit. Das heißt, ich spiele auch wirklich bei 6 aus 49, also beim deutschen Lottoblock spiele ich mit. Beim offiziellen deutschen Lottoblock. Ja. Ich kann Sie auch voll verstehen, Herr Halbitter, aber ich sage Ihnen, also die Möglichkeit, Sie als Lottospieler verstehen Sie das. Also 75 Lottoscheine, wie viel würde euch das auf den Kiosk kosten? Ich habe mal 975 Lottoscheine. Ja, aber ich sage Ihnen persönlich, also Moment, sind es jetzt 75 Lottoscheine oder 975 Lottoscheine? 900 Lottoscheine bekommen Sie von uns, also 75 voll ausgefüllt. Voll ausgefüllte Lottoscheine neben Ihrem persönlichen Glückstipp. Also nochmal, 975 voll ausgefüllte Lottoscheine. Nee. 75. 75 voll ausgefüllte Lottoscheine. Voll ausgefüllte Lottoscheine. Das wären 900 Tippreihen. 900 Tipps, ja, genau. Beim deutschen Lottoblock. Bei lotto.de. Genau. Okay. Also die Ziehungen, habe ich auch gesagt, sind im Internet unter lotto.de. Ja. Deswegen, also, das machen wir. Und das machen wir, wissen Sie, nur einmal jährlich. Sie verstehen mich doch, was ich damit meine. Also eine bessere Werbung außer das können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Ist nicht machbar. Am besten ist, das wissen Sie, Sie als Lottospieler, also ich sage nicht, dass Sie allen sagen, okay, ich habe gewonnen, jeder sollte. Aber Sie würden das wissen. Wir haben auch ein paar Fragen, nur damit es auch
für Sie leichter ist, dass Sie das verstehen. Also deswegen muss ich Sie auch fragen, würden Sie in diesem Fall anonym bleiben oder dürfen wir das auch veröffentlichen? Wenn ich wirklich Tausende von Euro gewinne, kann man es veröffentlichen. Kann man es veröffentlichen, okay. Veröffentlichen, kurzen Moment. Ist doch so eingegeben, wissen Sie, ist auf jeden Fall eine super gute Werbung für uns. Ist auch einfacher für uns, dann später auch weiterzumachen, sage ich mal so. Was die Gewinnauszahlung angeht, wollten Sie jetzt oder sollen wir euch nach jeder Ziehung ausbezahlen oder am Ende des Monats? Was passt Ihnen besser? Nach jeder Ziehung. Nach jeder Ziehung, dass Sie eine bessere Übersicht auch haben. Ich kann das auch voll verstehen, Herr Helbe. Okay, kurzen Moment. Also, eine Sache müssen Sie aber wissen. Diese 138 Euro, die Sie von uns jeden Monat bekommen, wenn Sie keine Gewinne erzielen, diese bekommen Sie immer Ende des Monats. Warum es so ist? Aus einem einfachen Grund. Das Finale startet ja nicht heute oder morgen, weil Sie mit mir reden, sondern erst ab den 1.12. oder den 1.1. Die meisten ausgelosten Finalisten wollten direkt an den 1.12. teilnehmen. Was würde Ihnen passen? 1.12. oder 1.1.? Ja, 12. 1.12. haben Sie gesagt. Ja. Okay. Wird auch so vorgemerkt. Also, Herr Heidrun Halbitter, Kleiner Seestraße 17. Ich brauche noch bitte Ihren Geburtsdatum nur zur volljährigen Prüfung. Ja. Hallo? Hallo, hören ja, Sie mich? Ja. Ja, ich brauche noch bitte Ihren Geburtsdatum, wenn es Sie nichts ausmacht. Ja, der 1.4. 81. Okay, habe ich auch gemerkt. Also hier habe ich stehen, der Herr Heidrun Halbitter, Kleinerseestraße, 1.4.81. Ja, sagen Sie mir bitte nur den Namen der Bank, bei welcher wir die Gewinnauszahlung machen und alles andere. Ja, ist die Sparkasse Essen. Sparkasse. Essen, so wie Mahlzeit. Okay. Alle Gewinne werden dann über die Sparkassenbank laufen. Sollten Sie aus irgendwelchen Grund auch in 3 Monaten die Bank wechseln, müssen Sie uns das hier auch eingeben. Aha. Also nicht mehr, dass wir das Geld über eine andere Bank überweisen. Und dann wissen Sie, kommt es zu Komplikationen wegen der Auszahlung. Wird länger für Sie dauern, wissen Sie, da sparen wir Zeit. Sie persönlich und wir auch, wissen Sie. Wir als Geschäft und Sie auch als alle, sage ich mal so. Okay, dann habe ich hier stehen Sparkasse. Ja, und sagen Sie mir bitte noch dazu Ihre Kontonummer oder IBAN-Nummer. Moment, da muss ich schnell nachschauen. Ja, bitte. Die IBAN-Nummer würde besser sein. Ja, Moment. Das ist die DE. 4x die 0. Also, 39361. Nein, zuhören. 01. 05. 01. 01. 05. 59. Okay, kurzen Moment. Kurz. Ich gehe mal die Prüfung durch. Okay, also, die wäre dann DE 39392971. Genau. Das ist Ihre Konto- oder IBAN-Nummer? Ja, die IBAN-Nummer. Kurzen Moment noch bitte. Okay. Irgendwie geht die nicht durch. Kurzen Moment noch bitte. Okay. Und auf BZ. Und
Nee, etwas ist schief hier auf jeden Fall, Herr Halbitter. Irgendwie haben wir nicht 22 Zahlen. Doch. Also ich sag's jetzt noch einmal und danach, glaube ich, lassen wir es bleiben. Ich bitte Sie, nur noch einmal. DE3959. Okay, die ist korrekt, auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für das Geduld. Okay, Herr Halbitter, bleiben Sie bitte einen kurzen Moment dran. Ich verbinde Sie zu meinen Kollegen aus der Datenschutzabteilung. Okay. Hallo, Herr Halbitter. Ja. Grüße Sie, Tony Collado, mein Name, von Datenschutzabteilung. Ja, ich bitte Sie, die IBAN noch nicht wegstecken, weil was jetzt zu tun ist, natürlich zu Ihrer Sicherheit, ist eine ganz kurze Zusammenfassung, dass alle Ihre Daten unter Datenschutz gehen. Also, ich meine jetzt nicht nur die Bankverbindung, sondern alle Ihre Daten. Aha. Diese Zusammenfassung dauert ungefähr 80 Sekunden. Und dann sind Sie mich endlich los. Oder leider. Hier steht auch Ihre E-Mail-Adresse. Hi, Drohn. Nutzen Sie diese E-Mail-Adresse? Ja, genau. Super, dann Geburtsdatum, E-Mail und IBAN müssen Sie wiederholen. Alles andere werde ich wiederholen. Die 900 Tipps, die 69 Euro, da Sie das Ganze in den nächsten 4 bis 7 Tagen erhalten. Ja, und eine Sache müssen Sie Bescheid wissen. Also das Finale geht für die 3 Monate und danach entscheiden Sie selber, ob Sie weiter mitspielen möchten oder nicht. Also meine Aufgabe ist es, Sie darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme nicht automatisch endet, sondern Sie sich bei uns melden müssen. Per Fax, Brief oder E-Mail, wie auch immer Sie möchten. Als erstes, Sie bekommen die Unterlagen von uns in 4 bis 7 Tagen. Und wenn Sie noch, Sie haben noch 1 Monat Zeit, alles langsam durchzulesen und zu überprüfen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. In der Zusammenfassung, ich würde auch die vermündliche Abbuchung erwähnen. Wissen Sie, was bedeutet das? Vermündliche Abbuchung? Haben Sie das schon gehört, oder? Nein. Was ist das? Okay, erkläre ich Ihnen. Vermündliche Abbuchung, das bedeutet, nachdem Sie das schriftlich erhalten haben und sich von der Richtigkeit und der Gültigkeit überzeugt haben und erst wenn das Finale für Sie starten wird, erst dann sollten Sie den Einsatz bezahlen, früher nicht. Was ist für Sie besser? Am Anfang des Monates oder in Mitte des Monates? So am 1. oder am 15. Ich habe aber vorher schon gesagt, am 12. Der Kollege hat am 12. aufgenommen. Am 1.12. werden Sie an dem Finale teilnehmen, im Dezember. Ach so. Ja, wann würden Sie gerne das, okay, am 1. oder am 15.? Also die Auszahlung dann immer zum 15.12. Am 15. Ich habe das hier vermerkt. Lieber Herr Halbitter, wenn Sie nicht gewinnen, auch Sie bekommen am Ende des Monats 138 Euro, Sie wissen das schon, die Kollegen haben Ihnen alles gut erklärt. Und gibt es zu Ihrer Seite noch Fragen, die ich Ihnen gerne beantworten kann, oder war von meiner Seite alles soweit gut erklärt? Na, es steht ja dann wahrscheinlich auch alles in den Vertragsunterlagen von Lotto.de drinnen, oder? Ja, Lotto.de, genau. Wir haben auch alles genau. Da. Gut. Und wenn Sie noch Fragen haben, Sie können sich bei uns melden. Weil bitte. Wir schicken Ihnen die Unterlagen und wenn Sie bekommen die Unterlagen in 4 bis 7 Tagen, Sie haben 1 Monat Zeit, alles langsam durchzulesen und zu überprüfen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Mhm. Okay? Mhm. Diese Zusammenfassung dauert 80 Sekunden. Ich bin zeitlich begrenzt. Ich kann nicht mehr an die Fragen beantworten. So, wenn Sie haben noch Fragen, Sie könnten mich auch jetzt fragen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen für mich, oder? Nein, ich glaube, es ist alles geklärt. Okay, dann wir beginnen mit der Zusammenfassung. Ich bitte Sie, mit einem Ja zu antworten. Dauert nur 1 Minute. Länger nicht, okay? Nachdem wir vorher 8 Sekunden hatten, jetzt sind wir schon weit über den 8 Sekunden drüber. Also jetzt wird es dann langsam Zeit, dass wir fertig werden, gell? Bitte? Vorhin haben Sie gesagt, 8 Sekunden dauert es. Jetzt sind wir schon bei dem ganzen Gespräch bei 20 Minuten. Also, jetzt hoppa. Das ist eine Zusammenfassung, dass die Daten unter Datenschutz gehen. Verstehen Sie? Ich verstehe, aber die 8 Sekunden waren gelogen. Und jetzt machen wir schnell. Hoppa, ich muss weiter. Hoppa, jetzt fangen wir an. Hoppa. Ich werde schnell das machen, das dauert 6 Sekunden dann, okay? Ich werde schnell. Ja, hoppa, 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 hoppa. Herr Halbitter, wir müssen diese Zusammenfassung machen. Das dauert 6 Sekunden, okay? Ja, hoppa, fang an jetzt. Okay, 3-2-1. 3-2-1, 4-5. Okay, 3-2-1. Schönen guten Tag, Herr Halbitter. Mein Name ist Tony Collado vom Kontrollzentrum von Lotto 24 mit System. Das ist der angekündigte. Moment. Wieso jetzt Lotto 24? Wir waren doch bei Lotto.de. Ja, Lotto.de. Ja, Lotto.de, aber Sie haben jetzt gerade gesagt, bei Lotto 24.
mit System, selbstverständlich. Ja, wo bin ich jetzt? Bei Lotto oder bei Lotto.de oder bei Lotto24? Lotto.de, das ist unser... Lotto.de, na dann passt, dann sagen Sie aber das auch beim Vertragsabschluss. Okay, fangen wir nochmal an, hoppa. Okay. 3, 2, 1, beginn. Okay. Schönen guten Tag, Herr Halbister. Mein Name ist Toni Kolaro vom Kontrollzentrum von Lotto 24 mit System. Nein, stopp. Nein, warte mal, Nikolau. Du bist ja bei Lotto.de, haben wir doch gesagt gehabt, nicht bei Lotto24.com oder System. Das ist Lotto.de. Lotto.de ist nur unsere Internet-Website, wissen das schon. Ach so, okay. Lotto.de ist nur eure Internetseite, okay. Internet-Website ist www.lotto.de. Das ist die Internet-Website bei uns, okay? Okay, lass uns anfangen. 3, 2, 1. Schönen guten Tag, Herr Halbitan. Mein Name ist Toni Polaro vom Kontrollzentrum von Lotto 24 mit System. Das ist der angekündigte Kontrollanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einer unserer externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt, um darauf zu Ihrer Sicherheit. Sind Sie einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden und zufrieden? Ja. Dann fasse ich Ihnen alles kurz für Sie zusammen. Sie heißen Herr Halbitan Heidron. Sie wollen kleiner sein. Ihr Geburtsdatum lautet? 1.4.81, Entschuldigung. 1.4.? 81. 81, okay. Ihre E-Mail-Adresse lautet? Heidron. Okay, dann mache ich heute am 27.10.2023 Ihre Unterlagen fertig. Ich betrachte Verhältnis bei Lotto 24 mit System, startet zum nächsten möglichen Termin und geht zunächst für 3 Monate. Sollten wir innerhalb der 3 Monate nicht von Ihnen hören, dürfen wir Sie auch weiterhin zu den zufriedenen Kunden zählen. Haben Sie verstanden, dass Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie sich bei uns melden müssen? Ja. Die Unterlagen erhalten Sie von Lotto 24 mit System der OPM Research AG. Ihre Gesellschaft spielt mit 199 Mitgliedern, exklusiv monatlich bis zu 900 Zahlreihen, 6 aus 49. Dazu kommen dann noch die 10 Tipps, beispielsweise die wir bei jeder. Sie bekommen zum Monat. Ihr Betreibungsbetrag beträgt 169 Euro im Monat. Diese Betreibung ist deutsch monatlich für Ihren Konto abgerufen. Bitte nennen Sie mir nochmal Ihre Bankverbindung. Fangen Sie bitte mit der IBAN-Nummer an. DE. Bitte von vorne. DE. Die. Okay, nennen Sie mir bitte den Namen der Bank. Das ist die Sparkasse Essen. Perfekt. Die aus der IBAN am geleiteten Weg lautet SBE3E3DX. Die haben sich für eine Abbuchung zum 15. eines Monats entschieden. Ist das richtig? Ja. Sie gehen mit einer terminischen Abbuchung ein, sind Sie damit einverstanden? Ja. In den nächsten 7 Tagen erhalten Sie Ihr persönliches Begrüßungsschreiben. Dort können Sie alles nochmals nachlesen. Auf Ihr Widerrufsrecht und die geltenden AGBs und der Übermittlung Ihrer Adresse und Bankdaten an Dritte zum Zweck der Transaktionsabwicklung wurden Sie hingewiesen und Sie stimmen diesem zu. Ja. Sollten wir noch weitere Neuigkeiten für Sie haben, dürfen wir uns dann nochmal telefonisch bei Ihnen melden? Ja. Ist meine Ausführung dann soweit richtig und ordentlich für Sie? Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit und das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und das nötige Glück. Jetzt noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Schönes Wochenende, auf Wiederhören. Wiederhören.